willkommen, liebe Sportfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung, hier mit dem kompletten Team Deutschland. Heute gibt es einen Wettkampf hier in Rosenheim. Sebastian, komm mal bitte ins Bild. Ich weiß, du bist schon richtig aufgeregt. Der Sebastian aus Schweinfurt erklärt uns jetzt, was heute abgehen wird und gegen wen wir antreten. Sehr ganz. Servus, Jungs. Da ist ein Ländervergleichswettkampf heute. Wir treten gegen Österreich an. Sind, sag mal, die vier stärksten Österreicher sind momentan auch hier in Rosenheim anwesend und werden nachher den Wettkampf gegen uns bestreiten. Die Jungs machen sich jetzt schon warm für den Blocklift. Dann immer in den ersten vier Disziplinen jeweils drei Leute die Disziplin bestreiten. Die letzte Disziplin ist das Achskreuzheben. Ich glaube 320 Kilo, meine Ausschreibung standen. Das werden dann alle vier machen. Und die vorherigen Disziplinen sind in der Reihenfolge, hat der Heinz uns gerade gesagt, beginnend mit dem Lock, danach Sackhochwurf. Dann vermute ich mal, dass wir wahrscheinlich den Atlas Zone in der Mitte machen, 170 Kilo. Und dann zum Schluss noch die 88er Dumbbell auf Wiederholungen, bevor wir dann zum Achskreuzheben kommen. Schön. Also, es wird ein Wettkampf sein, die vier stärksten Deutschen gegen die vier stärksten Österreicher. Es geht um alles, es geht um Ruhm und Ehre. Jetzt machen wir uns warm. Erste Disziplin der Locklift. Dann stelle ich die Jungs so vor, und Sebastian habt ihr jetzt gerade gesehen. Haben wir hier den Reinhard. Sag mal was. Grüßt euch. Dann haben wir hier den Dennis, alias BZY, ist auch ein Dennis. Grüßt euch, Freunde. In letzter Zeit sind sehr viele Dennisse in der Strongman-Szene unterwegs. Also, wir werfen uns jetzt gerade ein für ein Weight for High. Also ihr seht, das Gestell hat 4 Meter Höhe, der Sack wiegt 24 Kilo. Das österreichische und das deutsche Team wirft jetzt ein bisschen, um mal ein bisschen sich einzugrooven. Das wird jetzt die zweite Disziplin. Erste Disziplin wird der Locklift sein. Also leer wiegt er 125 Kilo. Ich habe es hier noch allen verschwiegen. Ich habe ein bisschen Knieschmerzen. Habe es ein bisschen übertrieben im Training. Aber ja, man hilft nichts im Strongman-Sport. Volles Rohr. Ihr wisst jetzt, ihr werdet das Video auch später erst sehen. Feuer frei. Du schwingst hier zu hoch und dann kippt das Drehmoment. Dreiecksel. Gott sei Dank. So. Jetzt gibt's Locklift. Da wollen wir ein bisschen was angreifen. Jetzt glaube ich vom Reinhard noch ein bisschen Cola. So, Freunde, wie schon im Kitscher steht hier neben mir die Legende Heinz Ollisch aus Rosenheim bzw. Groß-Karolinenfeld. Heute auf der Power and Beauty Deutschland gegen Österreich. Und ja, da wollte ich dich fragen, Heinz, jetzt bitte nicht parteiisch werden. Wen siehst du als Favorit? Eindeutig die Österreicher. Boah. Weil die sind viel heißer, viel motivierter, so wie es ausschaut. Na, schauen wir mal, es wird sehr interessant. Also in den letzten Jahren war ich eindeutig, habe ich es gesehen, die Österreicher haben keine Chance. Dieses Jahr wird es echt eng. Sie sind wirklich extrem motiviert und ich kenne so ungefähr ihre Leistungen. Und ich weiß auch, was sie letztes Jahr abgeliefert haben. Und wenn sie dann ein bisschen was drauflegen, müssen sich unsere Jungs sehr, sehr anstrengen. Gerade aus dem Punkt, der Herr Gottselig ist ja nicht da, der Raffi ist ja auch ein sehr starker, wenn nicht der stärkste in Deutschland. Ne? Von daher. Ja. Haben wir jetzt aber starke Vertretung von seinem Trainingspartner, ist ja der BZY nachgeholt. Genau. Also nach der Rangliste oder BZY White. Und der ist wirklich motiviert, also der gibt immer 100%. Man ist natürlich schade, dass der Raffi nicht da ist, aber was können wir machen? Man kann nicht alles haben. Genau. So sieht's aus. Aber jetzt machen wir uns warm, Locklift steht an, aber erstmal kommen ein paar hübsche Mädels. Ja, Heinz, war ja frei, oder? Ja,
Ich hoffe, dass es gut für euch ausgeht. Das wäre das Triple, wäre natürlich auch eine Sensation. Aber wir müssen euch anstrengen. Wir müssen Gas. Heinz, man muss immer Gas geben. Nur schaut's aus. Viel Spaß. Ich bin der Hauer, der Klausel, die Leute.
Was mit F beginnt und mit K endet. Aber ich sag so, die 200 waren nur. Na gut, diese Bühne, das ist eine höhenverstellbare Bühne mit einer Hydraulik. Da war so weißes Tesa am Boden. Wenn du vorm Tesa gestanden bist, war der Boden fest. Und ein Stück weiter hinten, weil ich bin mit dem Lok nach hinten, da wurde der Boden ein bisschen schwammig, weil das hochfahrbare Bühnen sind. Nichtsdestotrotz, der Lok war oben, wenn auch wackelig. Und der Weltrekord liegt bei 208 Kilo. Und nächstes Jahr im April auf der FIBO kommt der wieder dran. Da habe ich Zeit zum Erholen, auch mit den Knien ein bisschen. Und dann heißt Angriff auf Weltrekord. Sack hoch, hoch, haben wir gewonnen. War ganz geschmeidig. Schöne Übung. Die Jungs bereiten sich jetzt vor für... die Kugel 170 Kilo, wir machen mal Adlerstone Ping Pong zu dritt. Wir wechseln uns immer ab und dann schauen wir mal, wie die Disziplin ausgeht rein hat. Was hast du gesagt, die Jungen? Die sollen mal von mir im Computer weg, oder was? Unser Feuerwehr. Ich fand es schade, dass der Lok nicht funktioniert hat, weil der war wirklich sehr schön oben. Aber wenn man sich nicht stillhalten kann. Nee, er hätte es verdient. Dass er die 200 gedrückt hat, da warten sollen sein. Dafür ist mit Sicherheit eine bessere. Die Zeit wird kommen. Bessere Location, vielleicht die FIBO. Nächste Disziplin ist der Dumbbell. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Dennis Biesenbach, BC White. Der Kohleboy hier, kennt ihr ja alle. Und meine Wenigkeit, wir machen das deutsche Team. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir wissen aus dem letzten Jahr, dass die Österreicher echt gut drauf sind. Und nachdem wir jetzt die letzte Übung abgeben haben, freundlicherweise, vielleicht auch ein Stück weit verloren haben, könnte man sagen. Rechnen jetzt mal die Österreicher vor. Das heißt, wir sehen, wie viele Wiederholungen wir machen. Aber wir gehen schon davon aus, dass es hart wird. Weil wir wissen, dass die gut drauf sind und vor allem die Übung gut können und das ganz gut beherrschen. Und Dumbbell ist ja jetzt nicht so, wo man den dicken Oberarm unbedingt braucht, sondern eher was technisch Feines. Und das man mal häufig auch ins Training einbaut, da ist man dementsprechend gut. Und die Österreicher können das alle ganz gut. Also Plan B ist, sie im Kreuzheben zu schlagen. Richtig. Und dann gewinnen wir den Wettkampf. Also, da reden wir jetzt auch nicht lange. Oder Dennis, willst du noch was sagen? Ist alles gesagt worden, nochmal alles geben. Amen. Schon. Du alter Chris. Come on.
Berlin. Da steht 2-2. Achskreuz 10 mit 320 Kilo steht an. Der erste von deutschen Team wird sein. Einmal hier der BC. Achskreuz 10. Danach gehe ich. Danach geht der Reinhard. Und danach geht Sebastian Kraus. Da vorne liegt die Achse. Das österreichische Team fängt an. Also es kommt immer ein österreichischer Athlet, dann ein deutscher. Und am Schluss werden wir sehen, der, was die am meisten Wiederholung hat, der gewinnt den ganzen Wettkampf. Also jetzt geht's um die West. Wo stehen wir jetzt? Gleichstand. Der Sebastian muss nur eine Wiederholung machen und dann hat Deutschland gewonnen. Heinz wird es nächstes Jahr auch an. Komm Heinz, komm mit in die Verabschiedung. Komm. Das deutsche Team hat wieder gewonnen. Sauber. Heinz, was sagst du dazu? Sauber. Sauber. Mehr gibt's nicht zum Sagen. Machst du auch aufs Video? Martina, willst du auch drauf? Der Lok, leider nicht geschafft, war knapp. Aber dann werde ich auf der FIBO, werde ich es nochmal angreifen. Wir haben gewonnen. Sebastian, was sagst du dazu? War knappe Kiste, aber ja. Schlussendlich hat sich dann im Kreuzheben entschieden. Das können wir ja ganz gut. Ja, aber war echt eine knappe Kiste. Österreicher sind technisch gut drauf gewesen. Wie wir es vorhin eigentlich schon mal gesagt hatten, auch bei der Dumble haben sie ordentlich Leistung abgeliefert. Aber knapp, aber gewonnen haben wir es jetzt das erste Mal. Das ist die Hauptsache. Aber gut gemacht, denke ich. Gut zusammengearbeitet. Sagt der Reinhard noch was? Sag auch noch was, ja. Das war wirklich eine knappe Geschichte.
Geschichte. Ich muss ein wenig Hochdeutsch reden, dass mich auch die Rest der Welt versteht. Geht gar nicht bei dir. Geht gar nicht. Nein, das war wirklich eine knappe Geschichte. Man hat gesehen, wo wir Deutschen viel mehr nachholen müssen gegenüber den Österreichern, besonders bei der Dampel, bei der Kugel auch. Die sind sie einfach stark und die schon seit Jahren. Wir sind ja beim Kreuz immer deutlich stärker, aber wie lange ist die Österreicher noch gefallen lassen werden, ist die Frage. Also wir müssen dranbleiben, wir müssen härter trainieren und schauen, dass wir das nächste Jahr wieder für unsere Seite entscheiden. Dein Kollege aus Österreich natürlich was dagegen, der Herr Wildauer. Das ist der Herr Wildauer, Martin Wildauer ins Bild gekommen. Und den werdet ihr demnächst sehen oder irgendwann mal für einen Legend Stone. Wir werden dich besuchen kommen, suchst einen schönen Stein raus, aber er hebt ihn dieses Mal. Also wer Martin Wildauer noch nicht kennt, guckt auf Instagram, Facebook, supportet ihn, folgt ihm. Champions League, stellt ihm so viele Fragen wie mir. 14. Für so lange her? 14, echt. Also er hat die Champions League gewonnen, wo ich jetzt gerade auch antrete und ich will die auch mal gewinnen. Noch viel Arbeit vor mir und jetzt fragen wir auch den Dennis. Ja, meine Teamkollegen haben ja schon alles gesagt, war ein knappes Ding, trotzdem haben wir verdient gewonnen, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ja, der Worte genug, wir haben gewonnen, wir haben Gold, das war's. Genau. Das stimmt auf alle Fälle, wir haben uns gegenseitig gut ergänzt. Das stimmt. Wo der andere seine Schwächen hat, der andere seine Stärken, es hat sehr gut funktioniert. So, stark ist so, ja. Und jetzt verabschieden wir uns. Wer sagt was, wer sagt dazu was? Martin, komm, verabschieden. Gast im Max-Farmenen. Ich weiß nicht, wie du das da magst, aber wie du? War ein schöner Wettkampf. Die Deutschen haben verdient gewonnen. Super gemacht haben sie es. Bei ein paar Disziplinen seien sie einfach haushoch überlegen. Das ist einfach so, da seien sie einfach Weltklasse. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie sagst du, wie ja, so schön? Ja, du musst so Sachen sagen, zeigt es euren Freunden. Also. Ein Schichtleiter und so. Schaust du, dass das Publikum wird, was wir alles deswegen, machen. Deswegen ist der Dennis unser, was wir machen. Geht zur Feuerwehr. Deswegen ist der Dennis unser Social Media Experte, weil der ja, weiß das. Genau. Bei uns ist das noch nicht so durchgedrungen in Österreich. Also, Freunde, liked es, verteilt es, abonniert es. Denkt an diese Glocke, dass ihr immer wieder Videos bekommt. Und wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Tschüss.